Stimmt, wir hatten jetzt wieder einen Platz frei, nachdem uns eine Sinelbeere weggenommen wurde. Wie kriege ich Felino jetzt dazu, die Box da zu holen? Na komm, lass mal liegen. Okay, das lasse ich Fliegi machen, wenn ich verwirrt bin. Will ich nicht wirklich kämpfen und dabei irgendwie Attackenpunkte verbraten. Okay. Okay. Dann gehen wir mal hier die Treppe. Stauer würde ich fast mitnehmen. Na komm, tausch mal gegen einen Apfel. Was haben wir denn da? Ups, ich wollte eigentlich hier hin. Level 29, neue Attacke. Was kriegen wir denn jetzt? Offenlegung. Ich nicht. Der nennt ebenfalls eine neue Attacke, Imitator. Was machten die hier in dem Spiel? Okay, brauchen wir auch nicht. Dafür sind seine restlichen Attacken gerade so gut. Wenn das jetzt kein Monsterraum ist, dann weiß ich nicht. Wusste ich's doch. Wenigstens gibt es hiervon wieder mal einen Haufen Erfahrungspunkte. Oh nee. Wieso Hypnose? Attackenpunkt davon übrig. Ja, natürlich geht er dann wieder bei 3 daneben. Fliegi, du darfst auch mal ein paar Attacken wieder einstecken. Besser gesagt, musst du.
Okay. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Was ist das für eine TM-Bärenkräfte? TMs nehmen wir einfach mal mit. So, jetzt haben wir mal einen Strahlorb gesehen, wie der funktioniert. Okay, die Treppe ist da hinten. Ups. Der überlebt es sogar noch. Was halten die Viecher aus? Gummi, den wir aber auf jeden Fall mitnehmen. So. Stopper-Orb, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die esse ich jetzt einmal mal. Was halten die Viecher aus? Ja komm, darfst mit. Männliches Charmian. Wenn es jetzt ein Weibchen gewesen wäre, hätte ich einen perfekten Namen dafür gehabt. Wie nennen wir den denn jetzt? Ach, damit er auch mal wieder dabei ist. Er ist zwar oft mal bei irgendwelchen LPs von mir mit dabei, aber... So kriegt er wenigstens auch seine Widmung. ...98 HP hat so ein Viech. Erklärt, warum das Viech so viel aushält. Gut, es ist auch Level 30. Was ist das für ein Item? Das ist Geld.
Geld nehmen wir mit. Hey. Sieh mal hier, da ist ein See. Unglaublich. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Ist das der See, in dem Tobots lebt? Hey Kilian, sieh mal her. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Ich glaube, ich sehe da jemanden. Gehen wir hin. Hey, was ist da? Was passiert denn da? Das ist Reptane. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrein gegeben hat. Die Vision, die ich hatte, das war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tobots? Wenn ja, dann steckt Tobots in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm schnell. Hier unten im See. Hier liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Na gut, Tobots, ist dein Name richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Warte, Reptane. Du kennst meinen Namen. Der Deep Reptane. Selfie und Vesprit haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen nahen, sicheren Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? War ein Beben? Der See ist vor lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, an das Zahnrad der Zeit heranzukommen. Reptane, das Zahnrad der Zeit, es ist für dich jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals... Du... Ich muss es haben und ich werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dich aus dem Weg räumen muss, Tobus. Stopp! Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht stehlen, Reptane. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Nein, ich gehe nicht. Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Denn ich werde dich aus dem Weg räumen. Versuch nur, mich aufzuhalten. Okay. Das machen wir erstmal wieder so. Ich habe einen Durchbruch fixiert, das ist okay. Und da hat er sich an der Statik. Hallo. Wie viel hält der nicht aus? Okay, das hat sogar schon gereicht. Ja gut, man dürfte diesen Kampf theoretisch sogar verlieren. Geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht reden, aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich? Dann habe ich keine Wahl. Nein. Fliege ich in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich tue das nur für das Zahnrad der Zeit. Vergib mir. Stopp. Zwirfenst. Alles in Ordnung, Fliegi. Bitte lass mich das erledigen. Du. Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptane. Wie war das? Der große Zwirfenst kennt Reptane? Ja.
Sogar hier. Sogar hier hast du mich gefunden. Bist wirklich hartnäckig, klebst an mir wie eine Klette. Reptain, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwerfenst. Ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also willst du kämpfen? So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich? Reptain ist verschwunden. Dieses Schlitzohr-Reptain. Er hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Von mir gibt es kein Entkommen. Der große Zwerfins ist auch verschwunden. Was ist geschehen? Ich begreife das nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Da sind sie ja. Hey, kommt, beeilt euch. Mann, oh Mann, sie liegen am Boden. Hey, ist alles in Ordnung? Sie sind schwer verletzt. Schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Gilde bringen. Okay. Die Wolken über der Kristallstraße und dem Waldgebiet haben sich verzogen. Ich möchte mein Abenteuer speichern, ja. Und ich glaube, jetzt muss ich dann langsam eine Aufnahmepause machen. Weil meine Stimme will langsam nicht mehr und ich bin ja eh schon seit über 3,5 Stunden am Aufnehmen. Oh, bist du wach? Wo? Ihr seid in eurem Crewraum in der Gilde. Ihr wart beide verletzt, ihr habt die ganze Zeit geschlafen. Geht es dir gut, Kilian? Puh, da bin ich froh. Ich weiß noch, dass ich am Kristallsee ohnmächtig wurde. Anscheinend kann ich widersprechen. Oh, was ist mit Turbots? Geht es Turbots gut? Es geht ihm gut. Fliege im Vergleich zu euch war es nicht schwer verletzt. Es ist früher wieder zu sich gekommen und ist jetzt in der Gilde. Oh, das ist gut. Ich bin froh, dass es euch auch gut geht, Fliege und Kilian. Ich sollte den anderen sagen, dass ihr wach seid. Leute, sie sind wach. Wirklich wunderbar. Oh weia, das sind wunderbare Neuigkeiten. Oh, bin ich froh, wenn ich etwas zugestoßen wäre. Ich wäre... Ihr habt euch ja wirklich Sorgen gemacht. Da fällt mir etwas ein. Ich muss euch etwas sagen. Hey, hey. Und das wäre was? Was? Was hast du gesagt? Du sagtest, dass der große Zwiffel zum Reptile. Du sagst, sie haben sich vielleicht schon vor all dem gekannt? Ja, es hörte sich so an, als sie kurz vor dem Kampf miteinander sprachen. Also, und was? Was ist dann aus Zwiffels geworden? Tja, Reptain ist entkommen. Ich glaube, er hat die Verfolgung aufgenommen. Was? Der Notalarm? Hey, Dick da, was ist denn los? Magnetilo hat Alarm geschlagen. Oberwachtmeister Magnetzone ruft den Notfall aus. Wachtmeister Magnetilo, ruf mir zu, worum es geht. Sprich deutlich, bitte. Hört er mich? Dies ist eine wichtige Nachricht von Oberwachtmeister Magnetzone. Alle Pokémon sollen sich am Hauptplatz vor der Schatzstadt versammeln. Er hat eine wichtige Nachricht an alle. Alle Pokémon in der Gegend werden zu diesem Treffen gerufen. Nicht nur die Gilde. Das ist alles. Wir hoffen, dass ihr erscheint. Vielen Dank. Was da wohl vor sich geht? Eine wichtige Nachricht. Was kann das sein? Hey, spekulieren bringt nichts. Gehen wir einfach hin. Hey, machen wir uns auf die Socken zum Hauptplatz von Schattenstadt. So, und an genau dieser Stelle mache ich jetzt gleich einen Cut, sobald der erste Dialogteil da ist. So, ich cutte das Spiel jetzt hier einfach mal. Ich brauche jetzt unbedingt eine Aufnahmepause. Meine Stimme ist schon voll im Arsch. Ich kann nichts mehr lesen gerade. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme wieder. Ich habe jetzt sowieso
mehr aufgenommen, als ich jemals eine Mystery Dungeon Aufnahme durchgehalten habe. 3 Stunden 40. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.